Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Hundeschule Canis Lupus. Heute wollen wir euch mit auf eine Gassi-Runde nehmen, um das, was wir in dem Freilauf-Video schon erwähnt haben, mit der Schnipsileine da umgebunden, so ein klein wenig zu veranschaulichen. Wir haben alle mit dabei, Kind und Kegel, und deshalb auch diese Rollleine, einfach weil sich das hier draußen besser macht, damit wir uns nicht verfitzen. Viel Spaß beim Schauen! Aha. Die Bijou haben wir wie immer abgesichert. Wir wohnen hier in einer sehr wildreichen Gegend. Das heißt, uns kann jederzeit passieren, dass der Hase oder das Reh vor uns aufspringt. Und aus dem Grund ist sie mit ihren 10 Monaten permanent unter Kontrolle, damit sie keine positiven Erfahrungen macht, was das Jagen betrifft. Und wir üben zeitgleich immer das Ranrufen, gerade auch jetzt, wenn wir die Ablenkung der Kinder mit dabei haben, dass die Hunde sozusagen in allen Lebenslagen auch zuverlässig zurückkommen. Wenn die Anouk immer so von selber kommt, dann belohne ich das auch ganz oft. Also alles, was mir positiv angeboten wird, wird sozusagen bestätigt mit Leckerli. Ja, fein, super. Immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen. Ich will die jetzt auch nie Dauer rufen oder tot rufen, sage ich mal, aber immer wieder mal zum Üben. Es ist einfach auch jetzt gedacht, dass sie lernt von klein an, diesen bestimmten Radius um mich einzuhalten. Also die Rollleine hat 8 Meter. Das ist meiner Meinung nach ausreichend. Teilweise haben wir hier sehr uneinsichtige Wege. Und dann möchte ich einfach, dass sie immer so ein bisschen im Blickfeld bleiben. Und da sind 8 Meter genug. Hi, super. Gut gemacht. Ihr könnt auch an uns vorbeilaufen, ne? Nein, einständig, ne? Ja, ja, fein, super. Wir rufen unsere Hunde immer ganz bewusst freundlich, weil ich möchte, dass das konditioniert wird, auf einen freundlichen Rückruf zurückzukommen. Ja, die Leine ist relativ dünn. Finde ich aber ganz praktisch. Obwohl es jetzt große Hunde sind, sind die doch mit ihren 17 Kilo relativ leicht. Und je schwerer die Leine, umso ja, unschöner ist das für den Hund einfach. Na fein, klasse. Die Hunde sollen draußen einfach auch immer entspannt sein. Deshalb lassen wir oder machen wir jetzt auch keine ja, wilden Aktivitäten. Ist auch mal schön, klar, wenn sie sich so ein bisschen auspowern, aber jetzt ist es einfach so, dass wir mal ganz entspannt laufen wollen. Ist für einen Junghund eigentlich mit einer der wichtigsten Sachen, dass der draußen auch entspannt ist. Nie immer und ständig irgendwas erwartet und nicht immer und ständig in einer Erwartungshaltung ist. Genau, wir haben es hier natürlich schön mit dem Bach. Die kleine Wasserratte.
Dieses Einhalten des Radius, das war bei der Anu kleinerweise auch ein Riesenthema. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum die auch so lange mit an der Leine war. Die hat sehr, sehr schnell auch gut gehört, aber hatte immer einen sehr großen Radius. Und wie man sieht, hat das wunderbar Früchte getragen, weil sie permanent in unserem Umkreis ist. Das habe ich schon, oder haben wir schon irgendwo auch dieser konsequenten Leinenarbeit zu verdanken. Und zusätzlich tue ich es trotzdem immer wieder belohnen einfach. Damit halten wir das auch aufrecht. Nein. Auch dieses von sich aus immer wieder eben so zurückkommen, ohne dass man sie ruft, finde ich wichtig. Ziel ist eigentlich ja später mal, dass man den Hund gar nicht unbedingt rufen muss. Nein, mal zurück. Genau. Das lernen die auch ganz schnell, dass sie alleine wieder um den Baum zurückgehen. Da haben wir eigentlich kaum Verfitzungsprobleme. Ich finde es schon relativ schwer auch, einen jungen Hund, die Erziehung des jungen Hundes und eine Familie so unter einen Hut zu bekommen, stellenweise. Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil man eben doch immer so ein bisschen Rücksicht nehmen muss oder nie so kann, wie man vielleicht manchmal möchte. Wir sind mittlerweile eigentlich ganz gut eingespielt, aber es gab eben auch Zeiten oder Phasen, wo schon so ein Spaziergang auch ein bisschen anstrengend sein kann, unter Umständen. Wie gesagt, das ist theoretisch, wenn man es schön konsequent macht, ist das erste ein bis maximal anderthalb Jahr. Aber auch das ist eine relativ lange Zeit, wenn man tagtäglich damit irgendwie, also dem Ganzen tagtäglich ausgesetzt ist. An sich haben wir das Glück in Dresden, dass wir eigentlich sehr grün wohnen. Also Dresden ist an sich eine für Hunde schon recht freundliche Stadt, sage ich mal. Durch die Elbe haben wir Möglichkeiten, ohne groß weit mit dem Auto fahren zu müssen, auch in der Stadt grün zu haben. Und auch ringsrum, so wie hier die Wälder. Schon für Hunde irgendwo ein kleines Paradies. Anstieg. Genau, bei uns ist es auch immer ein bisschen bergig. Wir müssen hier gleich einen relativ steilen Berg hoch. Wir haben eigentlich in alle Richtungen irgendwo Berge, weil wir hier mitten im Tal wohnen. Das ist für mich schon ein kleiner Nachteil, weil ich eigentlich auch sehr viel mit dem Rad unterwegs bin, gerne mit den Hunden. Wenn sie dann das entsprechende Alter haben, also ab dem Jahr, sage ich mal, können wir den Hund schon ans Rad gewöhnen. Und wir müssen eben in alle Richtungen leider irgendwo einen Berg hoch. Das stimmt. Wir gehen jetzt links, genau. Die kennt den Weg schon. Thank you.
Mach mal langsam. So ist fein. Prima. Schön ist, dass wir hier im Grunde auch alles haben. Wir haben hier permanent Jogger und Radfahrer. Leider wieder ein nicht erzogener Hund. Ah, doch. Bijou, Bijou. Ja. Ja, wobei der jetzt sogar mal zurückgerufen werden konnte. Das passiert uns leider eher selten. Jetzt wird's bergisch. Brav. Fit und gesund durch Sport mit dem Hund. Tja, das ist hier das reinste Stöckchenparadies, genau. Aber wir haben es gleich geschafft. Na super. Hier? Nein. Prima. Das ist eigentlich das Schöne am Hund. Man ist viel an der frischen Luft, ne? Immer gesunde Lebensweise. Eigentlich fast ein bisschen automatisch. Bei Wind und Wetter normalerweise. Heute haben wir Glück, heute ist es schön. Nein. Ich wollte ihn bergen. Ein Vorteil von der Absicherung an der Leine ist jetzt bei den beiden jetzt auch gewesen, dass sie sehr viel aufgenommen haben. Alles Mögliche, was rumlag und man dadurch natürlich viel schneller die Möglichkeit hat, auch zu reagieren. Gerade auch zur Zeit, wo wir das Problem haben, dass es ja doch immer wieder auch Vorfälle mit irgendwelchen Giftködern gibt oder ähnlichen,
ist es mir schon wichtig, dass sie eben wirklich auch lernen. Es wird nie alles gefressen, was so rumliegt. Und da die beiden das aber sehr gerne gemacht haben und die Kleine auch immer mal noch gerne macht, ist das ein Grund mehr, weswegen ich sie eigentlich immer dran habe. Und mittlerweile braucht man sie, also reicht im Grunde ein leises oder ein Blick und dann lässt sie das schon. Was natürlich ohne Leine, ja, in der Form sicherlich nicht funktionieren würde. Einfach weil die Hunde dann schon irgendwo merken, wenn sie es einmal haben, haben sie es. Da haben wir Glück. Normalerweise haben wir hier immer die Kühe stehen und natürlich auch Strom drauf. Dass jetzt gerade alles abgeweidet ist sozusagen. Das ist sonst immer ein bisschen schwierig auch, ne? Dass so ein Hund dann versteht, da sollte man mal besser nicht dran gehen. Und hier kreuzen uns auch sehr oft Wildtiere. Hier ist richtiger Wildwechsel. Also egal, Reh, Hase, alles, was so kreucht und fleucht, kommt meistens vom Feld und läuft hier direkt runter Richtung Wald oder andersherum. Unsere Hunde kennen das eigentlich von klein an. Und dass sie eben hierher gehören, die ganzen Tiere. Und dass es sie eben einfach auch zu ignorieren gilt. Ich kann nur jedem empfehlen, wer das auf seinem täglichen Spaziergang eher weniger hat, doch auch bewusst in Wildgehege zu gehen. Das haben wir mit unseren Hunden auch im Welpenalter sehr viel gemacht. Dass die sich einfach an solche Tiere gewöhnen. Die sind natürlich Hunde dort im Tierpark im Wildpark gewöhnt und reagieren jetzt auch weniger mit Scheu. Aber das ist für den Hund eigentlich eine gute Sache, weil er da so ein klein wenig lernt, sich zu entspannen, wenn die Tiere auch entspannt sind und nie in Panik wegrennen. Und das ist so für das erste Ranführen an solche Sachen eigentlich optimal. Überhaupt sollten die so alles kennenlernen, was so kreucht und fleucht. Man merkt bei ihr schon immer, dass sie gerne weiterlaufen würde. Also der Radius, der ist noch nie so 100% in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist eben auch der Grund, warum sie jetzt einfach noch eine Zeit an der Leine bleibt, bis ich eben merke, dass das immer weniger wird und sie automatisch mehr bei mir bleibt. Das ist so ein Stück weit einfach auch Gewohnheitssache für den
für den Hund. Und ich möchte sie eben nie pausenlos rufen müssen, sondern es soll ein Normalzustand sein, dass sie in unserer Nähe bleibt. So wie das eben jetzt bei der Anouk der Fall ist. Wie gesagt, das war bei ihr auch nicht so von klein an. Es hat auch seine Zeit gedauert, ehe wir das so hatten, wie wir es jetzt haben. Ein junger Hund erfordert eben auch immer ein Stück weit Geduld. Beharrlichkeit und Geduld. Es gibt Tage, die laufen einfach besser. Und es gibt auch Tage, da ja, läuft es weniger gut. Da ist man vielleicht auch mal ein klein wenig enttäuscht. Man sollte sich das oftmals nicht zu dolle zu Herzen nehmen. Sondern sich freuen, wenn es gut ist. Aber wenn es eben weniger gut ist, da ist es auch kein Weltuntergang. Je emotionsloser man mit sowas eigentlich umgeht, umso ja, stabiler wird das irgendwann. Ist eben, dass wir die Hände frei haben, gerade jetzt bei dieser Geschichte, und dass wir uns eben weniger verfitzen. Nachteil ist natürlich immer an so einer Rollleine, dass wir diesen Einziehmechanismus haben. Das heißt, wenn unser Hund den Freilauf nutzen möchte, der ja auch gewollt ist bei dieser Leine, dann muss er schon ein Stück weit ziehen. Deshalb auch zusätzlich eben das Geschirr, weil bei uns die Regel gilt, sobald ich die Leine am Halsband habe, die kurze Leine, also ausschließlich natürlich, aber hat die Leine locker zu sein, und wenn wir jetzt das Geschirr dran haben, dann ist das nie ganz so schlimm, wenn auch mal ein Zug kommt, durch die Gegend zieht, ziehen lassen wir uns dennoch nicht, aber es ist für den Hund einfach eine klare Trennung. So, ich denke, wir können hier an dieser Stelle erstmal beenden. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet und wünsche mir natürlich, dass wir uns vielleicht bald wiedersehen. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit mit eurem Hund und natürlich viele liebe Grüße. Bis bald.